Sehr verehrte Frau Ministerin für Infrastruktur und Umwelt und Sport, Maris Amon-Marzer, lieber Honorarkonsul der Niederlande, Roland Janssen, liebe Honorarkonsulin für Dänemark und Schweden, Doris Hege Lind, liebe Julia Nauerhaus, Direktorin der Gemäldegalerie, des Kupferstichkabinetts und der Glyptothek der Akademie der Bildenden Künste in Wien, lieber Oliver Mark, lieber Michael Schipper, werte Gäste. Wir sind heute zusammengekommen, um diese außergewöhnliche Ausstellung Natura Morta Oliver Mark zu eröffnen. Erstmals werden hier Fotos des bekannten Fotografen Oliver Mark gezeigt, die sich auf sehr unerwartete Weise mit dem Problem des Artenschutzes auseinandersetzen. Doch dazu möchte ich Ihnen mehr nach den Grußworten unserer Ministerin für Infrastruktur und Umwelt und Sport, Maris Amon-Marzer, erzählen. Deswegen gebe ich Ihnen, übergebe ich dir gleich das Wort. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste. Die letzte Ausstellung, die wir hier eröffnet haben, drehte sich um die Olympischen Spiele. Wir sahen vor Kraft strotzende Sportlerinnen und Sportler, außergewöhnliche Leistungen, Momente voller Glück, Emotionen und Tränen. Eine Ausstellung voller Stärke und Leben. Was für ein Kontrast zu heute. Natura Morta heißt die Ausstellung, zu der ich Sie heute im Namen der Regierung ganz herzlich begrüßen darf. Tote Natur, ein Titel, der verwirrt, verstört, bewegt. Warum wird eine Ausstellung mit einem solchen Titel versehen? Wieso sprechen wir von lebloser Natur, wo die Natur doch per Definition lebendig sein soll? Weil es das, was wir hier sehen, eigentlich gar nicht geben dürfte. Auf den ersten Blick wirkt sie unschuldig, diese Ausstellung. Ein paar Stiefel, ein Stapel Armreife, nur durch einen Spalt beleuchtet, mit altmeisterlichem Tageslicht fotografiert. Hübsch, denken wir und reden näher. Erst bei näherer Betrachtung erkennen wir den Zusammenhang der Fotografien. Schnitzereien aus Elfenbein, Kleidungsstücke aus Schlangenleder, Schirmständer aus Elefantenfüßen, Musikinstrumente aus tropischen Hölzern. Wir sehen Natur, aber die Natur ist nicht mehr lebendig. Wir sehen Tiere und Pflanzen, die geopfert wurden für Geschenke, Souvenirs, persönliche Trophäen. Sie wurden verarbeitet, verformt, verunstaltet, um das Verlangen ihrer Käufer zu befriedigen. Im besten Fall ist es Gedankenlosigkeit, die die Entstehung all dieser Gegenstände begünstigt hat. Im schlimmsten Fall ist es Schamlosigkeit, Gewissenlosigkeit oder Gier. Die Gegenstände stammen vom Zoll, wo sie Touristen abgenommen und konfisziert wurden. Oliver Mark hat sie im letzten Jahr in der Asservatenkammer des Bundesamts für Naturschutz in Bonn fotografiert. Die Bilder sind still und sie schreien den Betrachter trotzdem an. Sie umschmeicheln ihn und stoßen ihn gleichzeitig ab. Sie berühren ihn und sprechen zu ihm. Und das ist es, was sie tun sollen. Sie sollen zum Nachdenken anregen über Reisesouvenirs, Kaufverlangen, Schmuggelware und Artenvielfalt. Sie sollen uns bewusst machen, dass wir die Natur gut behandeln müssen, um es selber gut zu haben. Wir sind auf die Umwelt angewiesen und nicht umgekehrt. Was wir daraus machen, liegt in unserer Hand. Die liechtensteinische Regierung unterstützt den Natur- und Artenschutz auf allen Ebenen. Als einer von 181 Staaten hat Liechtenstein das Washingtoner Artenschutzabkommen unterschrieben. Damit werden etwa 35.000 Tier- und Pflanzenarten auf der ganzen Welt geschützt. Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst. Trotzdem ist es wichtig zu sehen, dass der Weg noch nicht zu Ende ist. Es bleibt viel zu tun. Natura Morta öffnet uns die Augen. Natura Viva ist unser Ziel. Herzlichen Dank.